Data Science per se ist eine explorative Disziplin. Um überhaupt mit einem Projekt starten zu können, braucht es Daten und nicht irgendwelche Daten, sondern gute Daten. Herzlich willkommen zum IPT-Experten-Talk zum Thema Data Science in den Schweizer Unternehmen. Ich bin Yves, ich bin Partner bei der IPT und zuständig für das Fokusgebiet AI und Data. Und da beschäftige ich mich mit den Schweizer Unternehmen und versuche, ihnen mehr Data Drive reinzubringen. Das ist mir wichtig, weil das schlussendlich die Dienstleistungen für den Endkunden besser und effizienter machen. Ich bin heute nicht alleine, sondern mit mir ist Jolinda von der SIX. Willst du dich kurz vorstellen? Sehr gerne. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank, Yves, für die Einladung. Ich freue mich, heute da zu sein. Und kurz zu mir. Ich verantworte das Data-Ökosystem und meine Rolle ist Head of Data Analytics und AI bei SIX Banking Services. In dieser Rolle verantworte ich die Daten, die Entstehung von Datenprodukten unter der Anwendung von Data Science. Unsere Mission ist, Mehrwert aus Daten zu extrahieren, damit wir die übergeordnete Business-Strategie unterstützen und sogar noch ein Stück weiter die Erweiterung von unserer Business-Strategie ermöglichen. Dankeschön. Jetzt ist es so, Jolinda, du weißt das, wir haben Fragen aus der Community gesammelt, also von euch Zuschauern. Und hier unten ist ein Laptop, auf dem werden diese Fragen Jolinda und mir eingeblendet. Und wir reagieren dann darauf. Ist das in Ordnung? Das ist so. Die erste Frage wartet schon genau. auf uns. Genau. Wollen wir starten? Ich würde die erste Frage gleich in deine Richtung schicken. Eine gewagte These. Data Science, jeder glaubt daran, aber keiner will es bezahlen. Was haltet ihr von dieser These? Eine spannende Frage, um zu starten. Ich kann die Frage nachvollziehen. Es ist mir oft in meiner Karriere passiert, dass ich mit der Aussage konfrontiert werde, wir brauchen euch, aber ihr seid zu teuer. Und tatsächlich, es braucht Investitionen, das ist so. Aber wenn man es richtig tut, bringt das auch Mehrwert. Kann man dadurch Mehrwert generieren. Und ich möchte nur ein paar Sätze sagen, okay, warum braucht es diese Investition manchmal und man es nicht so gut nachvollziehen kann. Data Science per se ist eine explorative Disziplin. Um überhaupt mit einem Projekt starten zu können, braucht es Daten und nicht irgendwelche Daten, sondern gute Daten. Und sehr oft auch aufgrund von der komplexen Systemlandschaften überhaupt Zugriff auf diese Daten zu bekommen, ist sehr schwierig und aufwendig. Es braucht Zeit. Und dann, man sagt auch, dass bis auf 80% der Aufwände in einem Data Science Projekt entstehen während der Datenvorbereitungsphase. Und dann braucht man die Data Scientist, dann braucht man die Infrastruktur, um überhaupt diese Auswertungen machen zu können und so weiter und so fort. Und manchmal braucht es auch Zeit, bis man überhaupt das Mehrwert zeigen kann. Und entsprechend kann auch dieser Eindruck entstehen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, das zu tun. Und ich bin fest der Überzeugung, dass wenn man es richtig tut, kann man auch einen Mehrwert daraus generieren. Und ich mag sehr gerne ein Beispiel von Amazon bringen. Ich war sehr überrascht, wo ich diese gelesen habe, dass 30%, mehr als 30% sogar der Erträge heute von Amazon werden durch deren Recommendation Engine generiert. Und das ist schon beeindruckend. Das ist ein eindrückliches Beispiel, ja. Es ist schon, es gibt mir persönlich schon, es inspiriert mich weiter, in diesem Bereich unterwegs zu sein. Und zusammenfassend kann ich nur sagen, dass es gibt keine endgültige, allgemeingültige Rezept, wie man es richtig tut. Das kann sich unterscheiden von einem Unternehmen zu dem anderen. Aber ich bin mir sicher, dass wenn man den richtigen Ansatz wählt, dann kann man diese Disziplin zum Erfolg bringen. Ja, sehe ich auch so. Ja. Also ich meine, es liegt ja ein bisschen in der Natur der Sache, Data Science, da steckt Wissenschaft drin. Ja. In der Wissenschaft stellt man Hypothesen auf und manchmal
funktioniert das nicht. Also manchmal kann man nicht belegen, dass eine bestimmte Hypothese funktioniert. Jawohl. Das heißt, es steckt inhärent so ein gewisses Risiko mit drin, wenn man Data Science Vorhaben macht. Und ja, das ist eine unternehmerische Entscheidung schlussendlich. Das braucht ein bisschen Mut vom Management und Leute, die das mit Energie vorwärts treiben, um dann in der Summe Erfolg zu haben. Ich glaube, langfristig zahlt es sich sehr aus in Data Science und die entsprechenden Plattformen, die notwendig sind, um das zu unterstützen, zu investieren. Absolut. Und ich sage, Mut, Ausdauer und Anpassungsfähigkeiten sind drei wichtige Qualitäten in diesem Zusammenhang. Mhm. Wollen wir zur nächsten Frage schauen? Sehr gerne. Bin gespannt. Wo befinden sich die Schweizer Unternehmen heute? Das ist eine super Frage für dich, Yves. Du hast so viele Schweizer Unternehmen sehen, besuchen dürfen. Wie verankert ist Data Science in der Softwareentwicklungsprozesse tatsächlich schon heute? Spannend. Ja, gebe ich gerne ein bisschen Auskunft. Vielleicht kurz zu IPT. Also wir sind vor allem bei drei Sektoren unterwegs, nicht ausschließlich, aber ja, wenn ich jetzt hier so von Unternehmen berichte, sind es vor allem die Sektoren Government, also der Bund ist ein großer Kunde von uns, Versicherungen und Banken, also die Finanzbranche. Und ja, es ist ein bisschen unterschiedlich zum Teil, aber dann doch wieder gleich. Also nehmen wir mal den Bund, da gibt es unterschiedliche Departemente. Da gibt es zum Beispiel, regelrechte Datenverarbeitungsprofis, also Meteo Schweiz wäre so ein typisches Beispiel. Vielen Leuten ist das vielleicht gar nicht bewusst, aber das ist ein Bundesamt. Und ja, mit den Wettermodellen und große Datenmengen, die sind natürlich Profis. Und die gibt es auch seit sehr, sehr lange. Die gibt es schon lange, so spannend, genau. Die gibt es auch noch andere Bundesämter, die viel machen, also durchaus weit vorne. Jetzt Finanzbranche, Versicherung kann man ein bisschen vergleichen. Da sehe ich so, die großen Unternehmen sind sehr weit. Also SIX zum Beispiel würde ich auch als großes Unternehmen bezeichnen und attestiere euch auch, dass ihr weit seid. Die haben Data Science Teams, 10, 15 Leute, haben die entsprechenden Plattformen, Datenverfügbarkeit erstellt und arbeiten seit Jahren schon mit Cases. Mittlere, kleinere Unternehmen, sagen wir mal, mittlere Kantonalbank oder eine Krankenkasse, eine kleinere, die haben einen gewissen Aufholbedarf, aber auch da läuft im Moment viel. Jetzt noch dieses Thema, wie stark ist das in den Softwareprozessen verankert? Da, glaube ich, gibt es noch Potenzial nach oben, weil Data Science und Software Engineering sind zwei Disziplinen. Die sollten noch mehr verzahnt werden, glaube ich. Bei DevOps ist so ein Begriff, der sich etabliert hat in der Softwareentwicklung. Früher hat man Entwicklung und Operations einer Software getrennt voneinander und irgendwann gemerkt, ja, es funktioniert eigentlich besser, wenn man das näher zusammenbringt. Und das Gleiche sollte meiner Meinung nach mit Data Science und Softwareentwicklung passieren. Mhm. Jetzt, spannend. Wie siehst du das? Ähnlich wie du, insbesondere den letzten Teil. Was ich auch sage, ist, immer wieder betone, ist, Data Science und Software Engineering sind zwei unterschiedliche Disziplinen und die soll man auch entsprechend so anerkennen bzw. honorieren. Und es gibt Projekte, wo das Zusammenarbeiten von diesen Disziplinen ausschlaggebend ist, insbesondere wenn es um produktive Datenprodukte geht. Spätestens dort sollen diese zwei Disziplinen miteinander zusammenarbeiten. Klar. Wenn man noch ein bisschen weiter schaut, im Endeffekt, Data Engineering ist auch Teil von dem Data Science, aber benötigt sehr viel Software Engineering Skills. Von daher, ich bin komplett bei dir, diese zwei Disziplinen sollen miteinander zusammenarbeiten und insbesondere für bestimmte produktive Lösungen ist das auch ausschlaggebend. Mhm. Und ein Beispiel, um das ein bisschen für die Zuschauer auch konkreter zu gestalten, ist Fraud Detection Lösung. Um die Fraud Modelle zu trainieren, vorzubereiten, da braucht man Data Scientist. Aber um diese Lösungen, Software-Lösungen zu entwickeln, braucht es Software Engineering. Das heißt, dass das beste Produkt kann es entstehen, wenn diese beiden Disziplinen zusammenarbeiten. Absolut bei dir, ja. Gut. Nächste Frage liegt schon auf.
die klingt nach einer Frage, die gut zu dir passt. Wie führt man Data Science in einem Großunternehmen zum Erfolg? Eine schöne Frage. Ich kann sehr gerne ein bisschen von meiner eigenen Erfahrung. Wir haben unsere Journey bei Banking Services 3 Jahre her gestartet. Und am Anfang eigentlich unser Fokus war auf interne, analytische Lösungen für interne Zwecke zu entwickeln. Und heute sind wir so weit, dass wir sogar unser erstes Produkt lanciert haben, Payment Enrichment Services. Und was hat zum Erfolg geführt? Es gibt sehr viele Gründe dafür, aber definitiv die richtige Data Science Skills on board zu haben, die Zusammenarbeit mit dem Business, das ist ausschlaggebend gewesen, und last but not least die Unterstützung von Top-Management. Mhm. Wir haben in der ersten Frage das auch ein bisschen angedeutet, es braucht manchmal auch ein bisschen Ausdauer, es braucht auch ein bisschen Geduld, bis die Ergebnisse kommen. Ja. Sehr, sehr wichtig bei uns ist es auch gewesen, dass wir so schnell wie möglich Mehrwert generiert haben, auch wenn es manchmal auch aufwendiger für uns war. Und was ich auch sehr gern mitgeben möchte, ist, wir haben auch stetig versucht, die Lösung des Problems im Fokus zu setzen und nicht die Technologie, die dafür braucht. Ja, das ist wichtig. Ja. Wie siehst du das? Ja, ich kann nicht viel ergänzen. Ich habe herausgehört und würde das total unterstützen, dieses übergreifende Arbeiten, also im Prinzip Zusammenbringen von IT, Business, wo die Anwendungsfälle sind und auch Management das unterstützen muss, das ist der wichtigste Erfolgsfaktor für mich. Das Bauen von Plattformen, das ist als Ingenieur für mich der einfache Teil sozusagen. Es ist natürlich auch aufwendig, aber ja, das Erste ist eigentlich einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Es ist definitiv einer der wichtigsten Enabler. Ja, ja, genau. Um das zu ermöglichen. Und das ist eine andere Frage, die ja auf uns wartet. Oh, wie könnte es anders sein? Der neue Hype ist generative AI und Large Language Models. Was ist das wirkliche Potenzial davon? Was sind die Anwendungsfälle? Da bin ich gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ja, das durfte ja nicht fehlen, absolut. Ja, ist eine One-Billion-Dollar-Question. Wenn ich das genau wüsste, würde ich mit der IPT nur noch genau das machen. Würdest du nicht mehr hier sitzen. Genau, hätte ich was zu tun jetzt. Ja, ich sehe das so ein bisschen wie eine Transformationswelle. Man könnte das vergleichen mit den Anfängen vom Internet, oder? Da ist ein neuer Hype, eine neue Technologie, und wir müssen jetzt eigentlich lernen, wie damit umzugehen. Der erste Videostream auf dem Internet war eine Kaffeemaschine in einem Computer Lab in Cambridge, wo einer gucken konnte, ob die Kaffeekanne leer ist, oder? Das war vor 30 Jahren, 1993. Da könnte man sich noch nicht vorstellen, dass wir heute audiovisuelle Medien übers Internet fast ausschließlich kommunizieren. Und das Gleiche, glaube ich, wird mit Generative AI und Large Language Models passieren. Jetzt müssen wir die Experimente fahren, um rauszufinden, wo es am besten wirkt, oder? Aber um es noch konkret zu sagen, also ich denke, klar, Interaktion, Personalisierung und Interaktion ist eine ganz wichtige Ebene. Dann Automatisieren von Prozessen, wo man heute viele manuelle Schritte drin hat, damit mit Large Language Models was zu machen. Und dann, vielleicht sogar fast am wichtigsten, die Art und Weise, wie wir Software bauen, also die Unterstützung von Large Language Models beim Coden im Prinzip, oder das, glaube ich, wird einen riesen Impact haben. Sehr spannend. Wie du sagst, ich meine, auch bei SIX, wir setzen uns mit dieser Technologie auseinander. Wir sind bestrebt, nicht nur für uns selbst Erfahrungen zu sammeln, sondern auch weiterzugehen und unsere Kunden auf dieser Journey zu unterstützen. Und wie mit jeder neuen Technologie, neue Technologie verbirgt auch neue Risiken. Mhm. Und jetzt mit diesen Large Language Models, wir kennen die Risiken noch nicht. Mhm. Wir müssen auch lernen, überhaupt diese Risiken zu identifizieren und dann auch zu lernen, damit umzugehen, neue Wege zu entwickeln, damit umzugehen. Und hier denke ich an diese
möglich falschen Antworten, die man bekommen kann. Ja. Aber was wir machen, ist aktuell bei SIG ist auch, wir versuchen auch wirklich Hands-on-Erfahrungen zu machen, indem wir unterschiedliche POCs umsetzen. Und aktuell arbeiten wir auch an einem MVP, wo es darum geht, dass Informationen, die im Unternehmen verstreut sind, unseren Mitarbeitern in eine effizientere Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Ja. Und das ist eine der klassischsten Anwendungen von Large Language Models. Genau. Ja, jetzt kommt schon die letzte Frage. Wie sieht Data Science in Zukunft aus? Werden die Modelle einfach immer größer? Gute Frage. Ich habe das Thema eigentlich aus Interessen halber auch sehr verfolgt und in der letzten Zeit gab es auch sehr, sehr viele spannende Artikel diesbezüglich. Von was ich lese und von was ich beurteilen kann, würde ich sagen, dass nein, die Modelle werden nicht immer größer. Mhm. Ich denke, die Größe dieser Modelle hat ein Limit. Und warum ist es so? Weil umso größer diese Modelle werden, umso mehr Ressourcen braucht es, um zu trainieren, aber auch um die überhaupt betreiben zu können. Und entsprechend entstehen auch Limitierungen. Deswegen wird eher der Trend in die Richtung gehen, dass man kleinere Modelle entwickelt, neue Architekturen entwickelt, wo kleinere Modelle entstehen, aber die genau oder ähnlich performant sind, aber dafür weniger Betriebskosten benötigen. Und das ist der Trend, was ich schon jetzt beobachte. Und die Forschung eigentlich verspricht auch einiges diesbezüglich aktuell. Und der zweite Trend, was ich auch sehe, ist natürlich die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit von diesen Modellen. Es wird immer wichtiger. Umso mehr wir die brauchen, umso mehr wir die in der täglichen Leben integrieren, es wird wichtiger, relevanter für den Endnutzer nachvollziehen zu können, wie es zu dem Entscheid getroffen ist. Was denkst du? Ja, also intuitiv würde ich genau das Gleiche sagen bezüglich Größe von Modellen. Ich glaube, es wird bei den Algorithmen noch weitere Fortschritte geben. Oder heute basieren diese LLMs ja meistens auf dieser sogenannten Transformer-Architektur. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist noch, die funktioniert zwar gut, aber die ist ziemlich aufwendig. Und wenn ich das mit dem menschlichen Gehirn vergleiche, wie wir lernen und wie effizient das funktioniert, weil unser Gehirn ist viel langsamer darin, sich zu adaptieren und zu lernen, wenn man überlegt, wie schnell man die Gewichte in einem neuronalen Netz aktualisieren kann. Und ja, ich glaube, da wird eher als dass man die Modelle noch größer machen wird, auf dieser Front geforscht werden und Neuigkeiten kommen. Spannend. Ja, wir sind schon beim Fazit. Das ist sehr schnell vorübergegangen, Julinda. Aber darf ich kurz vielleicht mein Fazit? Sehr dann gerne. Übergebe ich dir das letzte Wort nachher. Ja, ich freue mich drauf. Also, Data Science, denke ich, ist enorm wichtig und ich bin weiterhin sehr motiviert. Die Sachen, die du erzählt hast, haben mich bestärkt darin, den Unternehmen zu helfen, da weiter aufzubauen. Gleichzeitig muss ich sagen, bin ich ganz froh um diesen Hype von den Large Language Models und Generative AI, den wir auch angesprochen haben, weil der bringt natürlich einen gewissen Zug ins Thema und auch eine Experimentierfreude. Also ich begrüße das. Das ist mein Fazit. Ich teile dein Fazit mit und eigentlich mir geht es ähnlich. Ich bin auch super motiviert und froh, dass ich jetzt diese Möglichkeit habe, diese Disziplin bei Banking Services voranzutreiben. Und ich freue mich auf das, was kommt. Wir haben das große Glück, dass wir eigentlich jetzt dabei sind, die Früchte von der Dekadenarbeit zu ernten. Gerade und die Large Language Models sind ein Paradebeispiel dafür. Und das macht es sehr, sehr spannend. Und ich bin mir sicher, dass das in vielen Bereichen, in vielen Use Cases erfolgreich zum Erfolg führen wird. Und dabei ist es auch wichtig, dass wir als Menschen diese neue Technologie nicht nur embracen, sondern auch die als Ergänzung-Tools betrachten. Dankeschön, Julinda. Danke dir. Ich habe mich gemacht. Gefreut. Ja. Gleichfalls. Gleichfalls.